Die ersten 5 Jahre verliefen relativ harmonisch, ohne Probleme. Die Entwicklung war normal, so wie geplant. Und die zweiten 5 Jahre waren etwas turbulent. Da kam der Grundordnungskonflikt 1971, dann 1972 die Auseinandersetzung mit dem Kultusministerium und der Rücktritt des Rektors, dann die Zeit mit Theobald Dietz als Landesbeauftragten und anschließend dann die Normalisierung mit der Wahl von Frieder Naschul zum Rektor. Es war immer die Meinung gewesen, die Universität sei eine linke, rote Universität. Das hat mir auch mal der thurgauische Regierungsrat deutlich gemacht. Es war aber ein Konflikt zwischen der Universität und dem Kultusministerium auf der einen Seite und dem Kultusminister Hahn und dem Rektor Gerhard Hess auf der anderen Seite. Das war auch zum Teil eine sehr persönliche Auseinandersetzung. Beide kannten sich von früher her, dass sie waren beide Rektoren der Heidelberger Universität gewesen. Dann kam auch die 10-Jahres-Veranstaltung mit heftigen Demonstrationen in Gegenwart von Kultus- und Finanzminister, sodass mir der Finanzminister beim Mittagessen gesagt hat, der Universität gebe ich kein Pfennig-Geld mehr. Und in dieser Situation, wo die Universität nach außen hin nicht besonders gut angeschrieben war, habe ich das Rektorat übernommen. Ich muss aber dazu sagen, dass während dieser Zeit der Auseinandersetzung die Forschung und Lehre ganz normal weitergegangen sind. Die politischen Auseinandersetzungen haben die eigentliche Arbeit der Universität nicht beeinträchtigt. Die Universität war aber dann etwas zerrissen und ich habe mich bemüht, in der ersten Zeit den Konstanzer Konsens zwischen den verschiedenen Gruppen wiederherzustellen. Das heißt, mit Professoren, mit Assistenten, mit Studierenden und auch mit dem Personal zu diskutieren und mich abzusprechen. Auf diese Weise hat sich dann die inneruniversitäre Situation beruhigt, nicht ohne Konflikte zu sein, aber doch so, dass man vernünftig weiterarbeiten konnte. Wenn ich jetzt natürlich den Bericht, die Beschreibung von Herrn Sund mir nochmal auf der Zunge zergehen lasse, was war so 10 Jahre nach der Gründung los? Es gab Probleme, Lager waren zerstritten und da glaube ich, das sah dann 40 Jahre später oder 2009, als ich ins Amt kam, anders aus. Die Universität war in einem tadellosen Zustand. Wir hatten gerade den Wettbewerb der Exzellenzinitiative für die Universität Konstanz eingeworben. Und ich glaube auch die Gesamtsituation, die Hochschullandschaft war eine andere. Wir haben heute einen deutlich höheren Grad an Autonomie. Die Dinge müssen wirklich an der Universität entschieden werden, ob das Berufungen sind, bis hin zu den Gehaltsverhandlungen, wie man sich, mit welcher Strategie, mit welchen Zielen man sich Wettbewerben stellt. Ich nenne nochmals die Exzellenzinitiative. Aber auch Ausbauprogramme, bedingt durch den doppelten Abiturjahrgang, der Pakt für die Lehre, die qualitätsoffensive Lehramt. Wir haben, glaube ich, mehr mittlerweile an der Universität zu entscheiden, zu entwickeln und das im Wettbewerb. Ich glaube, das ist der große Unterschied heute im Vergleich zu vor 40 Jahren. Wir hatten natürlich internationale Beziehungen, auch durch die Literaturwissenschaftler. Und ich habe mich bemüht, in meinem Bereich durch internationale Kongresse und Symposien die Universität bekannt zu machen. Es gab aber, als ich Rektor wurde, keine einzige Partnerschaftsvereinbarung. Ist natürlich zu fragen, sind die notwendig? Geht es nicht ohne Vereinbarung? Wir waren aber der Meinung, Vereinbarungen sind notwendig, um gewisse Rahmenbedingungen abzustecken. Das betrifft einmal die Studierenden, die ins Ausland gehen und die wissen müssen, ob die Prüfungsleistungen aus dem Ausland bei uns anerkannt werden. Zum Zweiten müssen Wohnungsfragen geklärt werden und vor allen Dingen Passfragen. Es war gerade für die osteuropäischen Universitäten sehr wichtig, dass wir einen Vertrag hatten. Der Warschauer Rektor zum Beispiel konnte als Passbehörde agieren, ohne dass das Ministerium eingeschaltet werden konnte, sobald ein Vertrag vorlag. Außerdem gab es größere Programme vom DAD und von der EU, die vorschrieben, dass man in einem Programm mit einem Vertrag eintreten könnte, sodass wir also dann während meines Rektorates 17 Partnerschaftsverträge unterzeichnet haben, die sich meines Erachtens als sehr positiv entwickelt haben. Wir hatten ja in der Konfliktzeit sehr viele Spannungen mit dem Ministerpräsidenten Filbinger. Und nachdem ich Rektor geworden war, hat er mich zu einem 3-stündigen Gespräch eingeladen, mit mir die ganze hochschulpolitische Situation durchzusprechen. Ich habe dann versucht klarzumachen, dass wir eine liberale Universität sind, dass wir zum Staat natürlich stehen,
dass wir auch die Gesetze beachten, dass wir aber gewisse Freiheiten uns herausnehmen und die Gesetze so weit wie möglich für unsere Zwecke ausnutzen. Die anderen Universitäten Baden-Württembergs haben uns sehr neidisch beäugt, und zwar auch gleich von Anfang an, nachdem das Slogan von Klein-Harvard am Bodensee aufgekommen ist. Ja, 2007, als im Exzellenzwettbewerb Konstanz sich dann positionieren konnte als eine der 11 auserwählten Universitäten, in diesem Wettbewerb auserwählten Universitäten, das war durchaus eine Überraschung, aber eine Bestätigung von 4 Jahrzehnten sehr konsequentem Aufbau und Weiterentwicklung der Universität Konstanz. Und wenn man jetzt schaut, ob es der DFG-Forschungsatlas ist oder diverse internationale Rankings, ich nenne jetzt den Platz 7 im Times Higher Education Ranking, Top 150, Under 50, das sind tadellose Ergebnisse. Aber man sollte gar nicht so auf die Rankings schielen, sondern auf das, was wir hier leisten. Wir haben 4 Forschungsschwerpunkte. Aus diesen Forschungsschwerpunkten geht viel hervor. Forschungsorientierte Studiengänge, es wird publiziert, es wird auch über uns publiziert. Und ich glaube, das Gesamtbild ist, dass wir die Erwartungen erfüllt haben nach 50 Jahren, dass hier eine besondere, eine etwas anders organisierte Universität am Bodensee entstehen und dann auch später bestehen sollte im Vergleich zu den Universitäten, soweit sie bekannt waren. Also ich hatte für mich das Prinzip, mit allen Gruppen ständig im Kontakt zu sein. Mit den Studierenden, mit den Assistenten, mit den Professoren und auch mit den Mitarbeitern. Und die Architektur der Universität ist ja ausgezeichnet dafür geeignet, sich dauernd zu begegnen. Nicht? Wenn Sie durch die Universität gehen, sei es Sie gehen von der Biologie in das Rektorat oder vom Rektorat in die Mensa, müssen Sie durch den Eingangsbereich. Und ich finde, das ist eine ideale Situation, die die Universität dadurch mit ihrer Architektur geschaffen hat. Dadurch findet man sich, und wenn man weiß, dass der Rektor des Öfteren zum Mittagessen in die Mensa geht, ist es sinnvoll, dass man sich irgendwo da in die Gegend begibt, wo er sitzt, und dann kann man mit ihm reden. Das sind also hervorragende Möglichkeiten, auch außerhalb von offiziellen Sitzungen miteinander in Kontakt zu kommen. Außerdem war es für mich wichtig, dass die Universität immer eine Universität der offenen Türen ist. Man kann von einem Ende zum anderen gehen, man muss nicht vor geschlossenen Türen warten, man muss auch nicht von einem Gebäude in das andere gehen, sondern kann sich innerhalb der Universität sehr gut bewegen. Das war für mich einer der wichtigen Punkte, den Zusammenhalt innerhalb der Universität, der gesamten Universität zu fördern und dafür zu sorgen, dass ein gutes Klima existiert, ohne dass natürlich Konflikte dadurch vermieden worden sind. Nicht? Konflikte hat es immer gegeben, aber man kann sie im Vorfeld erkennen und kann die Konflikte rechtzeitig bereinigen. Das spart auch sehr viel Zeit, wenn es auch im Augenblick Zeit kostet, als wenn hinterher die Konflikte überborden. Die Studierenden kommen einfach, und wenn es wirklich dringend ist, klopfen die bei mir an der Tür. Und so ich da bin, gibt es dann auch direkt einen Termin, direkt ein Gespräch. Das ist eigentlich die konsequente Fortsetzung, die eben Horst Sund geschildert hat. Offene Strukturen, direkte Kommunikation. Ich möchte auch heute als Rektor präsent sein in der Universität. Ich bin ansprechbar und die Dinge, also man soll sehen, dass ich die Dinge authentisch auch bearbeite, dass mir das Freude bereitet, dass Entscheidungen nachvollziehbar sind, nach Diskussionen nachvollziehbar entschieden wird und auch schnell entschieden wird. Das sind so meine Leitlinien, die ich für mich persönlich habe. Ich meine, das ist der Vorteil der Universität Konstanz. So auf deutscher Skala ist die Universität Konstanz, nennen wir es klein bis mittelgroß, so 11.000 Studierende, 200 Professuren, 1.000 wissenschaftliche, 1.000 nicht wissenschaftliche oder wissenschaftsunterstützende Mitarbeiter. Das ist eine Größe, die kann man persönlich erfassen. Alle Personen kann man dort persönlich kennen, mit Namen kennen, man kann mit ihnen sprechen und weiß, etwas einfach gesprochen, wer macht hier was, wer steht für etwas, ne? Was sind so die persönlichen Ideen, Visionen, Ängste? Und dieser Stil gefällt mir sehr. Also ich bin wirklich gerne Rektor der Uni Konstanz, und das macht auch diese Größe aus. Man überschaut das gesamte System.
Das Verhältnis zu den Studierenden möchte ich als, also im Gesamten als tadellos einschätzen. Also ich rede gerne mit den Studierenden, ich arbeite gerne mit den Studierendensenat zusammen und wir haben wirklich sehr engagierte Gruppen. Oder schauen Sie jetzt letztes Wochenende das Campus Festival. Das war doch eine wunderbare Feier, ein wunderbares Festival von Studierenden organisiert für Studierende mit über 4000 Festivalteilnehmern. Ich habe da größten Respekt vor. Natürlich gucken wir jetzt nach vorn, wo soll sich die Universität hin entwickeln. Nun, es gibt mannigfaltige Herausforderungen. Die Universität wurde 1972 hier eingeweiht am Giesberg und eine große Herausforderung ist natürlich nicht nur die Weiterentwicklung vom Universitätscampus, sondern jetzt auch die Sanierung. Wir müssen uns um den Baubestand und nicht nur um den Baubestand, sondern Kunst am Bau, auch die Kunstwerke, darum müssen wir uns wirklich kümmern und dem Ganzen eine Perspektive geben. Das heißt, jetzt auch den Bebauungsplan neu aufstellen und dann wieder Optionen zu haben für Forschungsbauten, für weitere Bauwerke, die wichtig sind, damit wir uns weiterentwickeln können. Ich möchte damit nicht zum Ausdruck bringen, dass die Universität sich in der Größe signifikant verändern soll. Aber wir brauchen Platz, um ja, Forschungsbauten für die Weiterentwicklung unserer Forschungsschwerpunkte. Das wäre der nächste Punkt. Wir haben im Moment 4 Forschungsschwerpunkte und die unterliegen einem ständigen Wandel. Und diesen Wandel, den möchte ich gestalten. Wo sind die Schwerpunkte der Universität Konstanz in den nächsten Jahren und Jahrzehnten? Und das wird natürlich stark auch beeinflusst von erfolgreicher Teilnahme in der Exzellenzinitiative. Ich nenne es jetzt Teil 3. Muss man immer wieder dynamisch und flexibel reagieren auf Ausschreibungen, ob die jetzt auf Bundes- oder auf europäischer Ebene dann an uns adressiert werden. Das ist immer wieder spannend, die richtigen Teams zusammenzubringen und dann kompetitiv in diesen Wettbewerb auch einzusteigen. Das sind so die Herausforderungen der nächsten Jahre, des nächsten Jahrzehnts. Man sollte natürlich bedenken, dass das Gehäuse der Universität ganz wichtig ist für die Entwicklung. Da muss ich sagen, hat der Bauausschuss und das Bauamt zusammen mit der Universität hervorragende Arbeit geleistet. Wir haben immer im Kontakt miteinander gesprochen und überlegt, wie können wir die Architektur verbessern zum Wohle der Universität. Und ich würde sagen, die Architektur ist ideal für eine Forschungsuniversität, wie die unsere ist. Da muss ich natürlich auch nochmal reagieren. Und deswegen gibt es zum 50-jährigen Jubiläum einen wunderbaren Kunstband, wo wir über die Architektur und Kunst am Bau nochmal wirklich geschlossen berichten, uns die Gesamtschau nochmal anschauen. Weil es gibt, auch wenn diese Universität 1966 geplant wurde und dann bis 1972 gebaut wurde, hier gibt es wunderbare Architekturmomente auf dem Campus. Also da haben die, die das geplant haben und weiterentwickelt haben, schon einen großartigen Wurf hinbekommen. Das ist ein Schatz, den wir haben und den wir bewahren müssen. Deswegen sprach ich vorhin, es geht auch ums Sanieren, dass wir das erhalten, wie es ist. Und die Universität Konstanz steht mittlerweile unter Denkmalschutz, zumindest unter Ensembleschutz. Man hat gesehen, dass dieses, wie hieß es früher, italienische Bergdorf der Bildung, das ist hier schon sehr schön in den Hang reingefügt worden. Also ich bin da wirklich dankbar, was damals die Architekten und Planer geschaffen haben. Ein großer Wurf.